Abend, meine Damen und Herren. Ulm. Dieses ca. 20 cm große Steinobjekt wurde in der Höhle Hohe Fels bei Ulm gefunden. Die insgesamt 14 Einzelteile aus dem Hohle Fels, die inzwischen zusammengefügt wurden, lagen über eine Fläche von etwa einem Quadratmeter verstreut und wurden innerhalb von nur 8 Jahren ausgegraben. Die Genossen aus unseren wissenschaftlichen Kombinaten forschen nun nach dem einstigen Verwendungszweck dieses prähistorischen Werkzeuges. Erste Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass dieser ca. 26.000 Jahre alte bananenförmige Gegenstand kein Kultobjekt, sondern ein Werkzeug zur Bekämpfung des schon damals menschengemachten Klimawandels sein könnte und so die weitere Erforschung des prähistorischen Klimawerkzeuges von größter Bedeutung für unsere kleine Republik sein kann. Das ZK und die Partei belobigen ausdrücklich die Genossen und Werktätigen aus den archäologischen Kombinaten, die mit ihrer hervorragenden Arbeit einen außergewöhnlichen Beitrag zur Bekämpfung der Klimaerwärmung beitragen. Berlin, Mitglied des ZKs, Minister für Wirtschaft und Pferdenarr Robert Habeck will Energiepreisbremsen verlängern. Diese mit dem Pferdebremsen artverwandte Spezies, die zurzeit nicht länger als 24,5 mm lang werden können, sollen durch den Einsatz von Wasserstoff auf mindestens 25,8 mm verlängert werden. Dadurch vergrößert sich auch die Flügelspannweite dieses unserer sozialistischen Gemeinschaft so nützlichen Insekts. Das Ministerium für Wirtschaft und Landwirtschaft rechnet damit, dass die Verlängerung der Energiepreisbremsen einen wesentlichen Anteil zur Bekämpfung der Klimaerwärmung haben kann. Gmünd. Unter frenetischer Begeisterung der Bevölkerung erhöht das Hallenbad in Gmünd den Preis für den Ferienschwimmkurs auf 50 Euro. Diese sind am ersten Unterrichtstag bar zu begleichen. Für Flüchtlinge ist die Teilnahme natürlich kostenlos. Berlin. Endlich gibt die Regierung dem Druck der Genossen und Werktätigen aus den Fuhr- und Transportkombinaten nach und erhöht ab Dezember 2023 die Maut um 83% auf 34,8 Cent pro Kilometer. Pioniere der Freien Deutschen Jugend, die Kampfreserve der Partei und Vertreter der Blockparteien sowie das ganze Volk überbrachten Grüße und Glückwünsche angesichts dieser innovativen Tat. Welch machtvolles Bekenntnis zur Lebenskraft des Sozialismus. Guten Abend.